Herzlich willkommen CNC-Experten, der Kai Matthias von der Industrie Arena hier und für Voice of CNC unterwegs, hier live auf der AMB. Wir sind gerade auf dem Stand von ZCC Cutting Tools Europe und neben mir steht der liebe Sandro Maas und ich würde direkt mal die erste Frage an dich richten, Sandro, nämlich was gibt es für Produktneuheiten, was wurde jetzt sogar, wie ich gehört habe, vor kurzem hier im September auf der Messe vorgestellt? Genau, also wir haben gerade passend zur AMB auf jeden Fall die Produktneuheiten vom September. Die sehen wir auch einmal hier vorne. Wir haben einmal ein SMP09 Scheibenfräser mit tangential eingestellten Platten, wo wir aber auch noch die Möglichkeit haben, die lateral einzustellen, weil das ist nicht nur ein Scheibenfräser, den wir zu Nutbearbeiten verwenden können, sondern halt auch für Planbearbeitung und für Eckbearbeitung. Das ist natürlich immer ein riesen Kundenvorteil, weil die auch nicht nur für die Nutbearbeitung selber eingesetzt werden können. Ein anderes Produkt ist halt auch unser neues Z-Klemm-System. Das ist ein Hydrodem-Spannfutter, was wir gerade mit unseren Produkten im Vollhartmetallbereich gut kombinieren können. Und hier profitieren wir von der Rundlaufgenauigkeit. Das sind im Ganzen halt 3 μ auf den Durchmesserbereich gesehen. Aber auch wir profitieren ja absolut von der Spannkraft, die wir generieren können. Kommt uns extrem zugute, was halt Schruppbearbeitung ist. Aber was sich besonders hervorhebt, ist halt die Kombination zum Beispiel mit den TM-Fräsern in der Schlichtbearbeitung, weil das Net-Shaping wird immer interessanter und immer wichtiger und deswegen brauchen wir super Oberflächen, was halt in der finalen Bearbeitung da ist. Und zu guter Letzt haben wir dann auch im Drehbereich noch eine Produkterweiterung, das ist die QF-Spannnetzstufe und da dreht sich alles rund um Präzision, gute Oberflächen und die kombinieren wir dann halt mit unserer neuesten PVD-Generation YBG205H zum Beispiel. Cool, wie wir sehen, haben wir sehr viele Innovationen, sehr viele Neuheiten. Danke, dass du dir kurz die Zeit für uns genommen hast und uns einen kurzen Einblick hier gegeben hast, was es bei euch Neues gibt.